Hi Leute, heute geht's darum, warum du keine Diät machen solltest. Okay, und zwar möchte ich heute mal auf das Thema Abnehmen eingehen. Und zwar explizit auch auf das Mindset dahinter. Und auf das, was vom Bewusstsein her, von den Gedanken dahinter passiert. Wenn man zum Beispiel eine Diät macht, dann geht damit gleichzeitig dieser Gedanke einher, okay, es ist nur vorübergehend. Und oft kommen dann auch so Gedanken wie, selbst wenn diese Diät super leckere Sachen beinhaltet, und darauf möchte ich eben auch heute hinaus, selbst wenn es eine super, super leckere Ernährung ist, super gut schmeckt, dich super befriedigt, du bist ausgeglichen dabei, trotzdem, wenn man sich sagt, okay, es ist eine Diät, dann geht damit einher, okay, es ist nur vorübergehend und es ist gleichzeitig häufig auch bewusst oder unterbewusst einen Verzicht. Und solange das ein Verzicht ist und man danach auch immer wieder in andere Ernährungsweisen fällt, die einen ja vorher offensichtlich meistens dahin gebracht haben, gewichtstechnisch zum Beispiel auch eben, dahin auf den Stand, wo man ist. Und das ist nämlich der Punkt. Wenn man seine Ernährung umstellt, dann ist es ganz wichtig, so, man kann auch mal eine Diät machen, vorübergehend, aber das Wichtige, worauf ich in dem Video hinaus will, ist, dass du schaust, okay, was passiert dabei unterbewusst oder bewusst und was für Glaubenssätze sind für dich damit verknüpft. Und statt eine Diät zu machen, habe ich immer wieder festgestellt, es ist viel sinnvoller, sich langfristig einen gesunden Lebensstil anzueignen, weil dann auch dieser Jojo-Effekt wegfällt. So, dann hat man danach nicht wieder diese Muster. Und wenn man die Ernährung eben langsam und schrittweise ganz gezielt umstellt, dann ist es einmal kein Verzicht, sondern eben auch wieder vom Kopf, dass man das Ganze als eine spannende Entdeckungsreise sieht und sich einfach auf das Neue fokussiert, was man entdecken möchte. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, habe gehört, eine pflanzliche Ernährung ist besser, besser für die Haut und für sehr viele Sachen, für den Planeten sowieso, und möchte zum Beispiel in diese Richtung gehen, dass man einfach sagt, hey, was für eine Vielfalt kann ich da in diesem Bereich entdecken? Was für eine Vielfalt kann ich in dem Bereich Ernährung entdecken, wenn es in eine gesündere Richtung geht? Was gibt es da für leckere Gerichte? Und dann sucht man sich zum Beispiel einmal in der Woche ein Gericht raus, macht es, und wenn es einem schmeckt, dann macht man das jede Woche einmal. Und dann hat man sich ein neues Lieblingsgericht integriert. Und wenn du das jede Woche regelmäßig machst, dann hast du irgendwann extrem viel neue, leckere und gesunde Gerichte in deiner Ernährung. Und es wird zu einem Lebensstil. Und das ist der Unterschied. Es wird einfach zu deiner Standardernährung. Weil die Zunge, der Geschmack, der polt sich eh sehr schnell um. Und man möchte eigentlich nach 2-3 Wochen, wenn man was Neues isst, immer wieder das haben oft. So. Weil der alte Geschmack, der ist dann auch nicht mehr so toll, selbst wenn man es dann irgendwann nochmal probiert. Außer man hat im Hinterkopf immer dieses Verzichten. So, das ist super wichtig. Also das ist ein Riesenpunkt, den ich immer beachten würde, damit man halt diesem Jojo-Effekt entgeht und da wirklich bewusst beobachtet. Verzichte ich da auf irgendwas? Habe ich diesen Glaubenssatz noch drinnen? Oder ist es für mich, hey, eine Entdeckungsreise, und wenn ich verzichte, dann ist es eher ein Verzicht, wenn ich zu irgendwelchen schlechten Lebensmitteln greife oder die einfach für meinen Körper halt nicht so förderlich sind, dann ist es ein Verzicht
auf meine Gesundheit so. Danach fühle ich mich nicht wohl, nicht schlapp, fühle mich schlapp danach, nicht gut. Und das ist eben der Punkt. Wenn man sich das wirklich direkt immer bewusst macht und da auch immer bewusster drauf achtet, dann merkt man irgendwann, hey, wenn ich sowas esse, dann ist das für mich keine Freude, es ist einfach nur ein Zwang und ich fühle mich danach schlecht, rein körperlich. Und umso mehr dieses Bewusstsein kommt, umso weniger macht man das auch, weil man merkt, okay, wenn ich sowas esse, dann ist es Verzicht und nicht umgekehrt. Also das ist mal ein Riesenpunkt von der Herangehensweise, was da innerlich passiert. Also acht mal da bewusst drauf. Und ein weiterer Punkt dabei ist eben auch, ich habe es mir aufgeschrieben, dass wenn du einfach nur vorübergehend im Äußeren sagst, okay, ich möchte jetzt eine Diät machen und möchte es jetzt umstellen, damit ich einfach nur abnehme, dann bringt es dich eben langfristig nicht weiter, dann kommt wieder dieser Jojo-Effekt. Und es passiert eben auch, wenn, das ist der zweite Punkt, wenn du emotional sehr viel isst. Und das machen vermutlich die meisten Menschen. Aber achte da auch mal bewusst wieder drauf. In Situationen, wenn du gestresst bist, ja, greifst du dann mehr zu essen? Zu was greifst du dann für Essen? So diese typischen Heißhungerattacken. Oft ist es einfach nur emotionales Essen. Und wenn du zum Beispiel gewisse Atemübungen machst, Körperübungen, ganz simple Sachen, wo du einfach lernst, so, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, such dir was raus. Wichtig ist, dass du es regelmäßig machst, dass du täglich zum Beispiel Atemübungen machst, dass du mehr in deine Mitte kommst. So, der Atem ist extrem mit Emotionen verbunden. In Spezialeinheiten zum Beispiel werden sogar die Leute so ausgebildet, dass wenn sie in Extremsituationen sind, dass sie geschult werden, speziell auf eine gewisse Art und Weise zu atmen, dass sie dann noch ruhig und klar und handlungsfähig in dem Moment sind. Und wenn du bewusst Atemübungen zum Beispiel einbaust und such dir da irgendwas raus, was dich anspricht, das Wichtige ist erstmal, dass du es regelmäßig machst, dass es dir leicht fällt, im Alltag das zu integrieren. Und wenn du das täglich machst, dann wirst du sehen, okay, du wirst emotional viel ausgeglichener. Heißhungerattacken gehen immer mehr zurück. Und wenn du gleichzeitig dann, wenn solche emotionalen Sachen da sind, zum Beispiel bewusst auf die Atmung achtest und dann mal hinschaust, okay, warum reg ich mich eigentlich auf? Was ist so schlimm daran? Und dir einfach der Situation dich mal stellst, dann wirst du sehen, du wirst dich mit jedem Tag, mit jeder Woche immer weniger überessen. So, ich habe mich früher immer mindestens zu 50% wahrscheinlich jedes Mal bei einer Mahlzeit überessen. So, und es wurde Schritt für Schritt über die letzten Jahre immer weniger, weil einfach emotional diese Ausgeglichenheit immer mehr gekommen ist. Und man dann immer weniger mit dem Essen kompensiert. Und das sind eben zwei super wichtige Punkte, die du bei Diäten beachten solltest. Und eben eigentlich gar keine Diät machen solltest, sondern einfach zu einem gesunden Lebensstil kommst. Und dann lernst, hey, deine Emotionen, Gefühle, alles, was hochkommt, nicht mit Essen zu kompensieren. Also das sind zwei super wichtige Schritte. Wenn du allein das umsetzt, du wirst sehen mit der Zeit, es wird immer besser. So. Und wenn du da nicht weißt, okay, wie sollst du da gesünder, vollwertiger, naturbelassener essen, dann schau mal unten drunter, ist ein Link zu einem PDF, die drei Gelüste, kannst du dir kostenlos runterladen. Einfach mit einem ganz einfachen Ampelsystem, einseitiges PDF, wie du ja, Fett, Zucker, Salz, da schrittweise diese Lebensmittel einfach ersetzen kannst mit gesünderen Alternativen.
So, anstatt irgendein hocherhitztes Öl zum Beispiel zu verwenden, erstmal kaltgepresste Öle. Wenn du das hast, zum Beispiel zu komplett naturbelassenen Fetten zu gehen, wie Nüssen, Samen, Saaten oder sonst was. So dass du da schrittweise weißt, okay, wo kannst du wie was ersetzen. Und das ist ein super wichtiger Punkt. Genau, schau dir das gerne an. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann lass gerne einen Kommentar da, teile das Video sehr gerne und teile gerne mal deine Erfahrungen unten drunter. Würde mich brennend interessieren, ob du schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht hast, ob du vielleicht selber diese Glaubenssätze bei dir ja, entdeckt hast, so dass immer wieder so ein Verzicht dabei im Hinterkopf ist, wenn es auch nicht ganz so bewusst manchmal ist. So, ob das eben bei dir auch so ist, schreib gerne unten drunter. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao.